Wirtschaftsprüfung haben wir hier drin. Was haben wir denn hier oben eigentlich so drin? Ein Talentsucher. Okay. Hier haben wir eine Grafikdesignerin. Noch ein Grafikdesigner. Ne, rechts an zwei. Ach, hier. Und Talentsucher. Wollen wir hier mal ein richtiges Assi-Haus. Also Assi. Assi-Haus klingt voll gemein. Aber die sind halt nicht so. Ganz so super. Wollen wir hier ein paar schmierige kleine YouTube-Netzwerke auf reinsetzen. Sowas wie. Obwohl, dann ist Christoph Kracht ein bisschen gealtert. Naja, gut. Ist so. Jetzt hätte ich gerade fast Mafia-Kraft geschrieben. Schön. Mediakraft. So, und dann muss das hier aber Christoph Krachten sein. Er ist ein bisschen gealtert. So. Haben wir den hier auch drin? Obwohl, der ist ja gar nicht mehr Mediakraft. Der ist ja, das war ja, der ist ja gar nicht mehr da. Egal. Das ist, der Spiel spielt in den 80ern. Es ist eine fiktive Welt, in der es schon YouTube gibt, aber kein Internet. Hä? Da kann auch Christoph Krachten nochmal Mediakraft sein. In dieser fiktiven Welt. Es gibt ein Problem mit den Fahrstuhlen. Ah, genau, das habe ich mir gedacht. So, Fahrstuhl kaputt, deswegen war auch gerade so voll da. Jetzt müssen wir nämlich ein Wartungsdings bauen. Die werden wir jetzt hier auch, ich glaube, den bauen wir auch in die untere Etage mit rein. Einmal bitte erweitern. Wir brauchen, glaube ich, nur 4. Oder? Wartungs. Hausmeister Service Kopier. Was ist denn das Ding? Mitarbeiter. Wartungsbüro, genau. Ach, da braucht nur 3. Gut, dann können wir 2 davon wieder wegnehmen. Oder können wir das machen? Ja, so müssen wir es ja wegnehmen, genau. Beginnen das hier gleich nochmal. Weg. Ach, hier. So. Doch, hab's gerade aufwendig gesehen. Ich dachte gerade, ich hab's gerade auch immer mit dem. Mit dem Bulldozer weggerissen, die unnützen Gebäudeteile. Ist das Ziel nicht erreichbar? Ja, kein Wunder, ich habe es auch weggerissen. So. Abfall. Was haben wir? Lagerräume brauchen wir nicht. Mitarbeiter hier. Zack. Sehr schön. So. Und das Gebäude ist leer. Es wird Abend, es wird spät. Und das Gebäude ist mal wieder leer, so wie immer. Was machen wir jetzt eigentlich pro Tag? Na, immer noch 1000, ist gut. Heißt, wir haben morgen 2000 zur Verfügung wieder. Ah, ja. Ich hoffe, die kommen jetzt nachts noch dazu und reparieren den Fahrstuhl. Sehr schön, damit wir am nächsten Tag morgens der Fahrstuhl auch wieder heile ist, wenn alle anderen zur Arbeit kommen. Ich habe noch eine Idee, was wir umbenennen gleich. Dafür brauchen wir wieder einen Kerl in Talentsuche. Einen Kerl haben wir, glaube ich, noch. Ich würde ja gerne echt so, dass wir später so die Leute alle anklicken können. Ach, guck mal, da läuft hier Christoph Krachten. Und guck mal, da läuft unser Paschowski. Paschowski. Warum mal Paschowski? Da ist überhaupt kein SCH. Paschowski. Paschowski Currywurst, da heißt der Laden. Und vor allen Dingen, ich habe erstmal Bruce mit V geschrieben. Nein. War natürlich ein Versehen. Bruce Lee's extra harte Currywürste. Chicken Wings, nicht Currywürste. So. Damit sind wir bei 1909. Das ist doch gut. Was bedeutet dieses Zeichen? Keine Pakete. Oder wenig. Können die das irgendwie nicht wegbringen oder so? Ach, die brauchen den Lieferaufzug oder sowas? Kann das sein? Kann das das Problem sein? Gibt es sowas? Opferlagerräume. Transit, ja. Das ist diese U-Bahn-Station. Die kommt später nochmal irgendwann. Die brauchen wir jetzt damit nicht. Aber was bedeutet dieses Symbol, dieses Paketsymbol? Das ist, wir brauchen mehr Menschen. Liegt auf 42 von 50. Sind wir jetzt schon bei 3? War nicht 42 die Grenze zu? Oder 40 die Grenze zu der nächsten Stufe? Ach,
Ach ja, wir haben jetzt auch schon zwei. Ja, ich habe ja, zwei ist ja die nächste Stufe. Wir können jetzt einen Laden bauen. Das ist doch geil. Ich überlege, ob wir das Ganze nach vorne arbeiten. Das werden wir als nächstes tun, glaube ich. Dass wir dann auch einen Laden da reinsetzen können. Können wir auch größere Büros jetzt bauen? Ja. Wäre schon. Dann werden wir wahrscheinlich hier einen Laden runtersetzen. Die ist nicht ganz so groß. Und dann vielleicht noch einen Eingangsbereich, einen Laden. Dann kommt hier rüber ein großes Büro. So werden wir es machen. Gute Idee, finde ich. Aber wir brauchen da viel, viel, viel Geld. Und ich weiß gerade nicht, ob wir doch einen Kredit aufnehmen sollen dafür. Ich glaube nicht. Nein, das ist zu riskant. Wir warten noch ein bisschen. So, wie viel haben wir denn noch? 250. Wie viel sind davon noch übrig? Rentenfonds, okay. Angeverwaltete Fonds können auf lange Zeit stabile Dividende einbringen. Kreditsumme. Krass. Ja, im Moment brauchen wir es halt nicht. So, ich weiß aber nicht, was dieses Zeichen bedeutet. Das ist wirklich die große Frage. Da ist irgendwas los, aber bitte hat sich auch keiner beschwert, dass er irgendwie Probleme hat oder so. So. Ach ja, ich wollte ja nochmal so benennen. Haben wir noch einen Mann hier irgendwo? Da in der Talentsuche vielleicht? Ach, Talentsuche. Ich glaube, das sind Talentsucher sind immer Männer. Und Grafikdesigner sind Frauen. Ich glaube, das hängt ja mal von den Gebäuden ab. Na, doch nicht. Das ist eine Frau, ne? Ah, das ist eine Frau. Oh, schade. Ach, hier haben wir noch einen Talentsucher, genau. Das nächste Steuerberatung. Passt auch nicht. Finanzhai GmbH. Oder FC Bayern und Uli Hoeneß. Ach komm. Ja, wo FC Bayern würde ja eigentlich passen, ne? Weil es hat ja nicht direkt was mit Bayern zu tun, es hat ja mehr was mit. Ach komm. FC Bayern steuern. Ach, wo ist denn Uli Hoeneß jetzt? Ist der Uli Hoeneß jetzt gerade runtergelaufen? Danke, Uli Hoeneß. Ach, guck mal da. So, oder? Schreibt man den so? Ja, wisst ihr. Wie denn sonst? Ach, tatsächlich. Mit OE. Ich wusste, irgendwas. Irgendwie sieht der Name komisch aus. So schreibt man den. Nee, doch. Uli Hoeneß, so. FC Bayern steuern. Finde ich schön. Uli Hoeneß arbeitet jetzt bei uns auch im Gebäude. Ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. So, was war das jetzt für einer? Anwaltsfirma. Ach, hier ist Anwalt. Hier ist noch eine Anwaltskanzlei. So, wir wollten jetzt gleich ausbauen, aber wir brauchen noch... Ich würde sagen, einen Tag warten wir noch bis zum großen Ausbau unseres neuen Geschäfts. So. Paula Kohlenberg. Ich finde es so cool, dass die alle hier bis hier arbeiten, aber... Die gehen ja erst wieder raus, wenn sie irgendwie ausziehen sollten. Das wäre ein bisschen schade. Ja, aber steht Christoph Kracht. Ich finde es immer noch gut. Ich finde das so geil mit den Namen. Aber das personalisiert ungemein. Und hier dieses Wimmelbildcharakter. Wir können ein bisschen zuschauen, wie sich die Leute alle abhauen. Sind gerade alle schon nach Hause gegangen. Feierabend alle gemacht. Und ja, nachts ist halt das Gebäude, das ganze Gebäude leer. Weil wir hier einen reinen Büroturm haben. Noch. Wie gesagt, noch. Ich will wirklich später auch einen anderen Turm bauen. Und dafür brauche ich Einfluss. Wie kriege ich einen Einfluss gleich nochmal? Durch Apartmentbewohner und bestimmte Büros. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich durch die großen, die wir gleich bauen werden. Bisschen warten jetzt noch. Aber er wächst. Er wächst und gedeiht. So groß ist er noch nicht, aber er soll ja auch ein Hochhaus werden später mal. Er soll ja wirklich ein Empire State Building werden. Gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel dafür spiele, glaube ich, ein bisschen einfache Schwierigkeit. Aber, So.
Was wir jetzt brauchen, sind wie viel brauchen wir dafür für das für den Einkaufsladen? Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glaube ich. Ich glaube, so war's. Ja, 8 sogar. So. Und dann möchte ich darüber das große Büro setzen. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie viel wir das Büro kriegen und wie viel Lobby wir hinkriegen. 3 Stück, okay, das passt. Also wir könnten da vorne auch einen Fahrstuhl machen, aber ich glaube nicht. So. Perfekt. Das heißt, er hat doch mal jetzt eine Seite so ein bisschen weiter raus. Ich würde das auf der anderen Seite eventuell auch machen, damit es ein bisschen gleichmäßiger ist. Und dann haben wir hier eine Etage von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Und dann wird das so langsam in die Höhe gehen. Denke ich mal. Wahrscheinlich werde ich später auch noch einen Fahrstuhl vorsetzen oder so. Oder die Lobby hier vergrößern. Ich werde mal gucken, wie ich es genau mache. Aber er wird nicht ewig so ein Klotz sein. So. Jetzt ist nur die Frage, wie bauen wir eigentlich eine Lobby? Also ich weiß, dass Lobbys gehen und ich weiß, dass Lobbys auch gebaut wurden, aber es ist wieder so eine Sache, wo ich nicht genau weiß, wie es geht. Dekorativen Element. Ach, können wir jetzt hier... Ach, wir können hier einfach so eine... Ah, wir können hier einfach so eine Tapete ziehen, dann haben wir eine Lobby. Ich verstehe es. So. Ich hoffe, die großen Büros wollen auch hier einziehen. Ich weiß nicht, was die alles brauchen. Wahrscheinlich brauchen die mega viel. Aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Zack. Zack. Und dann möchte ich hier unten den Einkaufsladen drin haben. Hallo? Ach, hier. Muss ich hier auswählen. So. Jetzt. Und dann wollen wir mal gucken, was die hier brauchen. Kreativ- und Technikbüros. Arztpraxen. Was brauchen die? Größere Auswahl an Restaurants. Größere Auswahl an kleinen Geschäften, okay. Ich nehme mir ein Kreativ- und Technikbüro. Brauche eine größere Auswahl an kleinen Geschäften. Die Abendessen anbieten. Haben wir denn größere Restaurants jetzt auch zur Möglichkeit? Ach nee, guck mal, das sind nämlich, die brauchen wir nämlich mit 3 erst. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich den hier nehmen. Kleine Geschäften. Ich denke, wenn das Geschäft hier drin ist, vielleicht machen wir das dann. Lebensmittel- und Getränkehandel. Lagerraum. Okay. Die brauchen Lagerraum. Dann heißt das, wir müssen hier unten einen Lagerraum einsetzen. Wo bauen wir den? Wo ist denn der? Der Lagerraum. War der hier? Nein, der war hier irgendwo vorne, glaube ich, bei Lagerräume. Da haben wir ihn doch. Oh, boah, riesig. Riesig, riesig, riesig. So, wie viel haben wir? Wir sind einfach hier so runter. Das müsste passen für einen Lagerraum. So, Lagerraum. Ein mehr noch, okay. So, zack. Dann baut mal schön aus. So, ist aber schon ein bisschen Betrieb haben wir jetzt, wenn man überlegt, wie viele morgens hier reinlaufen. Ich meine, 42 Leute laufen hier jeden Morgen rein. Das ist schon ganz cool. Aber natürlich noch lange nicht fertig. So. Nein, wir wollten da kein... Wir können hier unten ein Gebäude reinbauen? Tatsächlich. Krass. Ich wusste nicht, ob man im Untergeschoss auch Gebäude vermieten kann. Ich dachte, das geht nicht. Man kann im Keller sogar Büros vermieten. Okay. Vielleicht irgendwann die billigen Büros kommen einfach alle in den Keller. So. Müssen sich die Leute freuen, dass sie im Keller arbeiten. Schön trostlos, keinen Sonnenschein den ganzen Tag auf der Arbeit sehen. Wunderschöner Arbeitsplatz. Wünscht sich doch jeder. Den ganzen Tag nur im Büro, im Keller sitzen. Also ich sitze auch im Keller, aber ich habe mit diesem Fenster, weil das so eine Drainage ist, weil Licht reinscheint. Also ich meine jetzt hier bei mir, wo ich auch gerade aufnehme. Aber in so einem ganzen Tag im Büro, im Keller und dann kein Fenster haben. Also so eine Rumpelkeller. Nee. Nee, wirklich. Und die ganze Zeit am Arbeitsplatz, im Keller, dunkel. Du gehst kaputt, oder? Weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall nicht arbeiten wollen. Da ist er. Gut, dann können wir jetzt hier ja unseren Lebensmittel, unseren ersten einziehen lassen. Stromanschluss. Der hat ja auch viel Verkehr hier, also darüber dürfte er sich nicht beschweren. Strom kriegt er. Kleinen Moment. Uno Momento, Strom. Natürlich für euch auch. Hier oben auch Strom. Ich weiß gar nicht, ob man die durchziehen muss oder reicht, wenn man so ein Feld macht. Aber ich glaube, die muss man einmal durchziehen.
So einmal über das ganze Gebäude oder den ganzen Bereich. So. Arzt kreativ und, ne, werden immer.